Das, was jetzt kommt, ist für einige von euch bestimmt eine Provokation. Ich beiße in eine Scheibe Wurst vor laufender Kamera. Ich bin nämlich Fleischfresser. Ich mag Fleisch. Das ist für viele Menschen in Deutschland unvorstellbar. Immer mehr Menschen sind Vegetarier, einige leben sogar vegan. Eine Sache, die immer wieder zu kontroversen Diskussionen führt, denn eigentlich ist das Privatsache, aber viele gehen damit an die Öffentlichkeit, diskutieren mit Freunden und ihr habt das sicherlich auch schon mitbekommen, wenn ihr mit anderen über eure Ernährung diskutiert, das führt oft zu Streit. Wenn der Begriff nicht so historisch vorbelastet wäre durch die Raubzüge der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, könnte man fast von einem Ernährungskrieg sprechen. Aber warum ist das eigentlich so? Warum ist Ernährung so ein emotionales Thema? Darum geht es hier in diesem Video, das ich in Zusammenarbeit gemacht habe mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und an dessen Ende ihr erfahrt, wie ihr mich gewinnen könnt. Es ist schon ein bisschen länger her, da habe ich mal ein Video gemacht über Vegan for Fit. Vegan for Fit ist das Programm des deutschen Vegan-Gurus Attila Hildmann, in dem er verrät, wie man innerhalb kürzester Zeit durch vegane Ernährungsweise fit wird, sagt ja auch schon der Titel. In dem Video geht es eigentlich nur um die geschickten Marketing-Tricks und wie da vorgegangen wird, um Leute zu gewinnen für das Programm, aber das hat schon gereicht, um einen kleinen Shitstorm gegen mich auszulösen. Ich wurde bedroht, beschimpft, beleidigt und mir wurde angehängt, ich hätte gegen alle Veganer auf dieser Welt etwas. Dabei ist das gar nicht der Fall. Andersrum ist es bei Bloggerinnen und Bloggern so, die vegan leben und darüber Videos machen oder Blog-Einträge verfassen, dass sie immer wieder angefeindet werden von Fleischessern, die sagen, Mensch, was machst du da für einen Schwachsinn? Das geht doch überhaupt nicht. Interessant dabei ist, über Vegetarismus, Veganismus, Pesketarismus und so weiter und so fort gibt es jede Menge Studien, aber wozu es kaum Forschung gibt, ist zu der Frage, warum löst so eine Diskussion über Ernährung immer so viel Emotionalität aus? Ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut und ich würde sagen, es gibt dafür insgesamt 4 Gründe. Erstens, Essen ist Emotion. Ich denke mal, die meisten von euch werden mir zustimmen, wenn ich sage, Essen ist was Schönes, etwas, das Spaß macht, etwas, das man zelebrieren kann und natürlich auch etwas, das mit persönlichem Geschmack zu tun hat. Ich zum Beispiel mag sehr gerne scharfes Essen, meine Frau Anna dagegen überhaupt nicht. Dafür isst sie super gerne Schokolade, ich nicht ganz so gerne, ich mag lieber Gummibärchen. Geschmäcker sind verschieden und das schon vor unserer Geburt, sagt die Forschung. Bevor wir auf die Welt kommen, sind die Weichen für unsere Geschmäcker schon gelegt. Eine Studie des Columbia University Medical Centers in New York geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, nicht nur die Geschmäcker sind in unserem Gehirn vorprogrammiert, sondern in unserem Gehirn werden beim Essen auch die gleichen Regionen angesprochen, wie zum Beispiel beim Konsum von Kokain. Das Belohnungszentrum wird zum Beispiel teilweise aktiviert. Und das sorgt dafür, dass Essen bei uns eine hochemotionale Angelegenheit ist. Und etwas, das emotional ist, das kann man natürlich nicht unbedingt rational betrachten. Und das wirkt sich auch auf die Diskussion aus. Essen ist für uns Emotion und deshalb ist für uns die Diskussion darüber auch emotional und in den seltensten Fällen neutral, objektiv und rational. Zweitens, Ernährung ist Persönlichkeit. Der Philosoph Ludwig Feuerbach hat es vor 150 Jahren mal mit dem bekannten Satz auf den Punkt gebracht, der Mensch ist, was er ist. Und genau das ist auch der Fall. Die Wissenschaft ist sich heute einig darin, dass die Art und das, was wir essen, immer sehr eng mit unserer Persönlichkeit verbunden ist. Ich zum Beispiel bin ein ziemlich schneller Esser. Und das passt auch ganz gut, denn ich würde schon von mir sagen, dass ich grundsätzlich so ein bisschen ungeduldig bin. Und zu diesem Thema gibt es auch eine interessante Studie aus Toronto von der Universität dort. Da haben Forscher Esser von Bio-Lebensmitteln mit Essern von herkömmlichen Lebensmitteln verglichen. Und dabei kam raus, dass die Bio-Esser, nennen sie jetzt einfach mal, grundsätzlich, wenn es nicht ums Essen geht, eher egoistischer sind und auch mehr lügen als die Esser herkömmlicher Lebensmittel. Und die Forscher begründen das damit, dass sie sagen, naja, also die Bio-Esser, die halten sich für moralisch höherwertiger, weil sie ja die guten Bio-Lebensmittel zu sich nehmen. Da sind sie dann im sonstigen Leben moralisch minderwertiger unterwegs. Kann man natürlich nicht pauschal sagen, aber das hat diese Studie ergeben. Und interessant ist, dass es ähnliche Ergebnisse auch bei sehr religiösen Menschen gibt. Andere Studien zu weiteren Essverhalten haben zum Beispiel herausgefunden, dass sogenannte Gesundesser im wahren Leben eher kompromissbereit und offener sind als andere, während Fastfood-Fans ziemlich unkompliziert sind, aber auch leicht zu beeinflussen. Klar, wie gesagt, man kann das nicht so pauschal sagen, aber da ist auf jeden Fall was dran, dass die Persönlichkeit mit dem Essen sehr eng in Verbindung steht. Und wer unsere Art zu essen kritisiert oder das, was wir essen, der kritisiert natürlich auch uns direkt persönlich. Und sowas weckt immer Emotionen.
Drittens, Ernährung ist ein Fragezeichen. Das klingt grammatikalisch ein bisschen komisch, ist aber ganz einfach. Zu kaum einem anderen Thema gibt es so viele unterschiedliche Expertenmeinungen wie zur Ernährung. Ist Kuhmilch jetzt schädlich für den Körper oder nicht? Sollte man viel Eiweiß zu sich nehmen oder gar keins? Und gibt es so etwas wie Laktoseintoleranz, Glutenintoleranz oder Fructoseintoleranz überhaupt? Ich bin zum Beispiel fructoseintolerant. Das hat zumindest mal irgendein Arzt rausgefunden und mir eine strenge Diät verordnet. Die habe ich auch wirklich sehr penibel eingehalten mit dem Ergebnis, dass sich überhaupt nichts geändert hat. Und wenn man dann so ein bisschen liest im Internet oder mit anderen Ärzten spricht, dann kommt man auch durchaus zu dem Standpunkt, so etwas wie Fructoseintoleranz gibt es gar nicht und man kann auch gar nichts dagegen unternehmen, eben weil es nicht existiert. Und so ist das auch bei vielen anderen Bereichen rund um das Thema Ernährung. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und das nicht nur irgendwelche Internet-Experten, die sich an der YouTube-Universität fortgebildet haben, sondern auch Forscher, Wissenschaftler, Experten, die sich Jahre, Jahrzehnte lang mit einem Thema beschäftigen. Und weil es eben so viele verschiedene Ansichten, Studien, Meinungen gibt, kann man sich das rauspicken, was einem passt und das für die absolute Wahrheit sehen und sagen, jawohl, ich habe hier viele Belege dafür und deswegen ist mein Standpunkt auch unumkehrbar. Und wenn man von seinem eigenen Standpunkt so überzeugt ist und so viele vermeintliche Belege dafür hat, dann lässt man sich natürlich auch nicht wirklich umstimmen. Das führt zu verhärteten Fronten und das wiederum führt zu Streit, zu Emotionalität. Und viertens, Ernährung ist teilweise Religion. Denn wie gesagt, wissen können wir vieles nicht. Wir müssen es oft einfach glauben. Und was auch auffällt, ist, dass so ziemlich jede Ernährungsrichtung immer einen oder mehrere Gurus hat, an denen man sich orientiert. Bei den Veganern, wie gesagt, Attila Hildmann unter anderem. Bei den Fleischessern ist es auch der Steinzeit-Blogger Nico Richter und da gibt es noch einige andere. Und zu denen schaut man auf und übernimmt, was sie sagen. Ganz besonders, wenn es um vermeintlich gesunde Ernährungsweise geht. Der evangelische Theologe Kai Funkschmidt sagt dazu, hier gibt es ein säkulares Heilversprechen, also die Idee, dass man durch Trennkost, Vegetarismus oder veganes Essen so gesund lebt, dass man im Grunde für Krankheiten gar nicht mehr anfällig sei. Das heißt in der letzten Konsequenz eine Selbsterlösung durch Ernährung. Psychologen bestätigen das und sagen außerdem, dass auch die Gruppendynamik eine besondere Rolle spielt. Bei Religionen ist es ja so, dass man sich oft mit Gleichgesinnten trifft, sich austauscht, sich auch abgrenzt gegenüber anderen und sich so bestärkt im eigenen Glauben. Genauso ist es auch bei bestimmten Ernährungsrichtungen. Und genauso wie bei der Religion haben es viele Anhänger bestimmter Ernährungsrichtungen sich auch auf die Fahne geschrieben, andere zu missionieren, weil man selber so überzeugt ist von dem, was man macht, wie man sich verhält, dass man auch andere davon überzeugen möchte. Das kann man zum Beispiel auch hier bei YouTube in Kommentaren oder auch in Videos immer wieder sehr gut beobachten. Und Religion ist natürlich immer Emotion. Da ist Streit oft vorprogrammiert. Das heißt also, dass wir so emotional über Ernährung diskutieren, hat vor allem mit einem zu tun, mit uns selbst. Wir sind, was wir essen. Unsere Ernährung hat sehr viel mit unserer Persönlichkeit zu tun und deshalb fällt es uns so schwer, rational zu bleiben und nicht emotional zu werden. Dabei wäre genau das wichtig, um die Wahrheit sozusagen herauszufinden bei vielen Dingen, unter anderem auch, und damit sind wir bei der Sache, die ich vorhin angekündigt habe, beim Schulessen, denn auch da scheiden sich ja oft die Geister. Wenn ihr zur Schule geht, dann habt ihr bei euch bestimmt auch eine Mensa. Wir hatten das früher auch. Ich muss sagen, das Essen dort war gar nicht so schlecht. War zwar aufgewärmt, war aber billig und hat ganz okay geschmeckt. Vielleicht sagt ihr aber auch, naja, billig ist es bei uns auch, aber es schmeckt überhaupt nicht. Ich gehe deswegen immer in der Mittagspause eine Pizza holen oder einen Döner oder sowas. Und genau darum geht es bei einem Wettbewerb. Der heißt Check das mal und das ist auch Programm, ja, schönes Wortspiel. Check das mal, ihr müsst euer Schulessen bewerten und so ein paar Aufgaben dazu erfüllen. Am besten so viele Leute wie möglich an eurer Schule zusammentrommeln und dann bei diesem Wettbewerb mitmachen. Ich habe euch die Adresse dazu auch nochmal unten in die Infobox gepackt. Und dann könnt ihr einen coolen Preis gewinnen, nämlich mich. Naja, nicht nur mich. Ich komme mit ein paar anderen YouTubern zusammen zu euch an die Schule und dann können wir diskutieren, wenn ihr wollt, zum Beispiel über Vegetarismus, Veganismus und so weiter und so fort. Wir können auch was anderes zusammen machen. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall könnt ihr dort mitmachen, unten in der Infobox der Link. Ich würde es euch empfehlen, würde mich sehr freuen, wenn wir uns sehen. Ich drücke die Daumen, checkt das mal, checkt euer mal und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und jetzt zum Schluss würde ich natürlich sehr gerne von euch wissen, wie es bei euch mit der Ernährung aussieht. Das ist ja auch so ein bisschen die Gretchenfrage. Wie haltet ihr es mit der Ernährung? Was esst ihr nicht? Mit wem diskutiert ihr? Wie sehen diese Diskussionen aus? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und ich muss es auch bei so einem Thema dazu sagen, bleibt bitte sachlich und fair. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich beiße in eine Scheibe Wurst und das vor laufender Kamera.
muss ich erstmal noch runterschlucken. Ich beiße in eine Scheibe Wurst und rede auch noch mit offenem Mund. Jetzt ist er auch weg.